Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 425. Heute habe ich Einhänger und vier Traktoren Zugmaschinen für euch. Genau. Wir haben kein richtiges 100%iges Fahrzeug-Special. Ich habe noch diesen kleinen Hänger mit dabei gehabt. Den seht ihr hier mit der Erweiterung seiner Grundkapazität. Das schöne verrostete, angerostete hier oben. Das ist die Erweiterung. Seht hinten einen schönen kleinen Kornschieber. Ist ein einfacher, kleiner Einachserhänger. Also kein Spektakel oder sowas. Die Klappe unten geht dann auf. Das oben schwenkt damit auf. Da sieht man es besser. Ne? Und ihr ladet das Ganze ab. Dass der Hydraulikpart hier so ein bisschen auseinander nach oben geruppt ist, das ist sehr ärgerlich. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber im normalen Zustand sieht man das eigentlich nicht, weil er beim Ausladen das Ganze nur macht. Das ist der kleine Fehler, den ich hier gefunden habe. Aber wie gesagt, sonst fand ich den optisch eigentlich ganz okay. Zeige ihn auch einfach mal im Shop und dann sind wir schon durch mit dem Hängerpart und kommen dann nämlich zu den Fahrzeugen. Läuft unter Lizard 433.15, 4.700 Liter, 4.700 Euro. Es geht so ziemlich alles rein. Kostet dann 3 am Tag und wir sehen selber, das ist die Normalvariante und das ist die Variante, wenn ihr Ballen damit transportieren wollt, und das ist die Standardvariante. Die Standardvariante, kleinste Form hat 3000 Liter, die größere Form hat 5000 Liter. Ne? Farblich haben wir so nichts dran zu ändern, aber wie gesagt, sonst fand ich es eigentlich einen schönen kleinen Hänger, deswegen dachte ich mir, den nimmst du nochmal mit rein. So, jetzt mache ich womit weiter? Ich glaube, ich fange einfach mal ganz hinten an. Weitesten weg ist immer das Beste, ne? Wir fangen an mit diesem JCB, genau. Wir haben nämlich einen JCB Fast Track, in dem Fall jetzt hier ein 3200er, wenn ihr so wollt. Und zwar den 3230. Den zeige ich einfacherheitshalber gleich mal im Shop. Den haben wir dann auch da, wo ich den dann auch suchen sollte, nämlich da haben wir ihn. 165.000 ist die Grundlage dafür. Wir haben hier den 3200 extra mit den 195 PS. Wir haben den 3230 extra dann mit den 233 PS. Wir könnten hier noch die Hauptfarbe wahllos ändern, wenn wir sagen, der soll jetzt oben aussehen wie Hardy und unten auch. Dann fährt er halt in Hardy-Farben. Ne, also sehr schöne Kombinationsmöglichkeit, dass man auch die Farben schön wechseln kann. Reifenvariante haben wir noch, Breitreifen oder Standardreifen. Wir haben noch Michelin zur Auswahl und Trelleborg. Bei Michelin haben wir dann also nur die dicken Reifen, die natürlich auch schon richtig was hermachen. Ne? So, ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal rein in das gute Stück. Ich mache mal den Lichttest, da seht ihr schon vorne läuft alles. Hier schön auch vorne die Verbreiterung, den Schutzpart dort rum. Auch hinten das Arbeitslicht dementsprechend funktioniert. Vorne die Zusatzlampen funktionieren. Das kann man dementsprechend alles so gut angucken, muss ich sagen. Rundumleuchten laufen natürlich auch. Gucken uns das Ganze von innen an, wenn ich hier Licht anmache, passiert so nicht sonderlich viel, um nicht zu sagen nichts. Wenn ich den Motor anmache, dann sehen wir eine kleine Digitalanzeige. Wenn ich dann Licht anmache, passiert auch nicht viel. Ja, so sieht das halt aus. Ich mache erstmal den Motor wieder aus zum Motortest. Ups, falsche Taste, kommen wir dann gleich. Wir wollen natürlich noch einmal kurz sehen, dass die Blinker auch funktionieren. Also hier haben wir Blinker vorne, Blinker hinten. Natürlich das Ganze auch auf der anderen Seite. So, dann mache ich noch den kleinen Motortest mit ihm hier. Ja, kann man mit ein bisschen Schwung auch zum Umkippen bringen. Natürlich nicht der Optimalgedanke, den man da haben sollte, aber so ist es halt. So, dann würde ich sagen, wir machen mal eine Runde weiter und kommen mal zu einem nicht alltäglichen Anblick, sag ich mal so. Weil wir haben hier ein Chamberlain, Champion 96 steht hier dementsprechend dran. Texturen, ja. Ne? Texturen ist so eine Geschichte an sich. Ja, nicht die schönsten, sagen wir es einfach mal so. Alles, was man hier nimmt, ist nicht der unbedingt der aktuellste Stand. Die Schildgeschichte hier vorne, mit einem gewissen Abstand geht noch. Auch die Scheinwerfer sind okay, Reifen und Felgen auch. Ne, hier die Übernahme, dass man so durchgucken kann, vielleicht auch nicht so wirklich unbedingt. Aber wie gesagt, es ist mal was Besonderes und deswegen wollte ich ihn einfach mal zeigen, auch wenn er optisch vielleicht nicht der größte Traum ist. So, ich mache jetzt hier mal Licht an, das funktioniert aber wenigstens. Wir haben einmal Licht oben noch zusätzlich, wir haben Rundumleuchte dementsprechend oben, die auch funktionieren.
Und wir haben zwar die zwei Lichttypen nur, also nach vorne zu schalten zweimal und dann hat man aber auch ordentlich Licht. Man sieht hinten, das Licht funktioniert auch. Man sieht auch, die Blinkergeschichte funktioniert auf beiden Seiten. Gibt es reifenmäßig auch nur so in der einen Ausführung, wie ihr es hier seht. Wir haben hier nur eine kleine Kontrollleuchte an. Wir sehen so ein bisschen Zubehör noch, wenn ich Licht anmache. Seht ihr aber selber, da sind so ein paar Lampen, die extra angehen. Man sieht auch so ein Quadrat noch drumherum, also so ein Viereck, ist die Geschichte. Auch hier die Anzeigen sehen aufgelegt aus, aber es sieht besser aus wie manch andere, sagen wir es mal so. Ne? Wenn ich den Motor an sich anmache, passiert hier drin nicht viel. Wenn ich ein bisschen vor- und rückwärts fahre, haben wir anzeigemäßig auch leider nichts mehr, was dazu kommt. So, dann gehen wir jetzt nochmal nach außen. Ich würde sagen, ich zeige euch das gute Stück nochmal im Shop. Den finden wir, glaube ich, bei den Großen, würde ich sagen. Da haben wir ihn. 77.000 kostet er nur, 480 PS hat er, 33 km/h fährt er und ich kann da auch nichts dran drehen. Also er ist so, wie er ist. Vielleicht wird er texturmäßig irgendwann nochmal überarbeitet oder so. Mit der Doppelgeschichte, Knick hier und sowas. Fand ich ihn immer sehr interessant, dass ich auch ihn gezeigt habe, obwohl er nicht unbedingt die besten Texturen hat. So, ich werde ihn mal anschmeißen, dann werden wir auch damit mal eine Runde hier drehen. Ja, da seht ihr, er braucht natürlich schon so ein bisschen Platz. Das ist nicht unbedingt ein Gerät, was ich jetzt auf einen kleinen Hof stellen würde, sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Packen hier mal so ein bisschen rückwärts zu, so. Und dann machen wir mal aus. Abgase und sowas, das funktioniert sonst alles einwandfrei. Lenken und Fahren auch. Texturen, ja. Ne? Wie gesagt, muss man halt gucken, dass man das mal auf den aktuellen Stand bringt. Dann könnte das vielleicht ein richtiger Knüller sein auf einem großen Hof oder so. Ne? So, da haben wir die. Dann laufen wir weiter zum nächsten hier. Und dann kommen wir zu einem New Holland. Nämlich den TM165 in dem Fall jetzt hier. Dahinter sieht man das Ganze eben. Ja, den habe ich jetzt hier mit Frontgewichte, mit den passenden Row-Reifengeschichten da drauf. Seht ihr selber, das ist die 165 Tuning-Variante. Auch den zeige ich jetzt mal zuerst im Shop. Den finden wir nämlich bei den kleinen, nein, auch bei den mittleren. Ich sehe, suche immer die falsche Sorte aus, ne? Da haben wir es. 35.000 kostet er. Warum der bei den mittleren ist, weiß ich nicht. Wir können vorne auf jeden Fall hier die Gewichte durchwählen. Mit Frontgewicht, ohne Frontgewicht. So simpel ist es. Das Design hat mit Kotflügel, ohne Kotflügel. Ne, seht ihr einmal hier vordere Kotflügel dazu. Standard. Ne, und dann hat er halt alle. Das kann man so auswählen. Motorauswahl haben wir zwischen 100 PS, 120, 115, 135. Und das geht ja insgesamt die verschiedensten Stufen dann hoch. Stopp, da bin ich schon zu weit. Bis 175 PS. Wir haben noch die Möglichkeiten, Stoll, Hauer oder Alloy Vorderanbau, Frontladeranbau anzubringen. Und wie gesagt, wir haben die Rowcrop-Reifen-Varianten jetzt hier. In den verschiedensten Größen, mit Gewichte, ohne Gewichte, in Dual. Also alles, was so in die Richtung geht und was man in der Richtung ausprobieren möchte, mit so einem Fahrzeug. Hiermit könnt ihr es dementsprechend auf jeden Fall machen, weil er hier halt ein paar Möglichkeiten hat. Ne? Also, schon durchaus gelungen, ein schönes Gerät. Ich werde jetzt hier mal eine Runde rausgehen. Werde jetzt hier keinen Motor starten. Nein, noch nicht. Werde erstmal die Lichtvariante machen. Wir haben nach vorne Licht, wir haben nach hinten ein sehr schönes Arbeitslicht mit 6 Scheinwerfern. Ne, hier vorne kommt auch noch mal ein bisschen Zusatzlicht dabei. Also ihr seht jetzt selber eine sehr schöne Ausleuchtung. Also da sieht man richtig was. Er hat hier auch schöne Rundumleuchten dementsprechend. Wenn wir uns das Ganze von innen angucken, sehen wir, dass das hier von der Innenausstattung mehr so die Standardvariante ist, wie man das von den einfachen New Holland halt erkennt. Wenn man das Ganze anmacht, geht einmal schön alle Kontrollleuchten an. Wir haben keine weitere große Reaktion aufs Licht. Und wenn ich jetzt fahre, seht ihr selber, die digitale Anzeigengeschichten und sowas funktionieren aber. So. Er rollt immer noch. Warum, weiß ich nicht. Er soll nämlich gar nicht rollen. Jetzt steht er. So, ja, ich habe hier noch ein paar Möglichkeiten, was zu machen. Nämlich, wenn ich die mittlere Maustaste drücke und bewege, geht hinten schön die Heckklappe auf. Wenn ich beide Maustasten bewege, dann kriege ich die Türen auf.
Ne? Einmal nach oben, unten, einmal links, rechts für die Türen, ne? In die richtige Richtung. Und wenn ich die andere Taste nehme, dann kriege ich das. Na, hatte ich doch gerade. Da, das Seitenfenster ein Stückchen auf. Seht ihr es da? Da ist das Seitenfenster auf. Ne? Sehr schöne Geschichte, dass man hier auch ein paar Zusatzfunktionen dementsprechend dann drin hat. Ne? Also hier kann man richtig ein bisschen loslegen in dem Bereich. Ich mache den Motor jetzt nochmal neu an, dass wir für die Rundfahrt hier nochmal den Sound auch beim Anlassen hören. Ja, den kippen wir natürlich mit den Reifen drauf jetzt hier nicht, ne? Das ist klar, schön mit dem Gewicht vorne. Ich werde ihn hier nochmal schön zwischen einparken. Wie gesagt, schön ein paar Mausfunktionen noch dabei. Finde ich also sehr gelungen. Schönes Ding. Ich steige jetzt hier auch nochmal aus. Ich habe nämlich glatt vergessen zu gucken. Ne, er hatte keine Specials. Ich wollte nämlich gestern nicht. War mir nicht mehr sicher, ob ich da was übersehen habe. So, okay, dann kommen wir zum letzten Traktor für heute. Der sieht klein und unscheinbar aus, aber hat, ich glaube, selten so viel Einstellmöglichkeiten gesehen wie an diesem guten Stück. Das fängt alleine schon mal an, dass ihr hinten seht, dass ich hier zwei Farbtypen habe. Das ist nämlich einmal eine ältere oder eine Premium-Variante und einmal einen älteren Farbton. Ich habe es einfach mal so gemischt, damit man den Unterschied hier auch sehen kann. Sieht man, ne? Zwischen der hinteren Säule und dem Dach oben sieht man es halt besonders. Ne? Hier ist jetzt die 6420-Variante, die ihr jetzt hier seht. Und normal Frontlader. Ich habe hier eine Front-Hydraulik dran. Ich habe die Fender dran. Ich habe hier Gummischutzgeschichten an den Treppen. Auch das ist tatsächlich an- und ausstellbar. Genau wie gewisse Innenscheinspiegelgeschichten an- in- und ausschaltbar sind. Selbst die Größe und Anzahl der Scheinwerfer von Arbeitslichten, Viro und Umleuchte, wie auch die GPS-Geschichten. Das ist alles einstellbar und das zeige ich euch jetzt auch alles zuerst im Shop. Wir gehen durch. Wir sehen hier 6020 Premium, 39.000 ist natürlich ein Schnäppchenpreis. Hier sehen wir das Ganze schon. Wir haben die Möglichkeit, hier das Standard Grün oder die Premium Color zu nehmen. Wenn ich das auf Standard Grün umsehe, dann seht ihr hier keine farblichen Unterschiede. Ne? Wenn ich das hier umstelle, dann sieht man hier die farblichen Unterschiede. So, ich schalte das hier mal so zurück. Ich kann auch hier John Deere Grün hier noch anmachen, so bei Designfarbe. Und jetzt kommt der ganze Spaß. Konfiguration. Also wir haben vorne Frontgewicht bis hin zu 1010 Gramm oder die Fronthydraulik. Wir haben verschiedene Trailbock-Reifen, wir haben verschiedene Michelin-Reifen, dann die Varianten auch noch dazu. Ihr seht selber, wie sie das felgenmäßig alles anpasst. Ne, wir haben von Solid über Hassnig gesehen, breite Reifen, schmale Reifen. 1000 Einstellmöglichkeiten, was Reifen angeht. Da könnt ihr euch also in Ruhe durchfummeln. Dann Design haben wir halt Starfire, ja, nein. Wenn ich dann nach unten gehe, dann seht ihr selber, ne, wir haben hier mit IC Control und ohne IC Control. Ne. Ich habe es jetzt hier, glaube ich, ohne IC Control drin, meine ich. Mit vorne dem Schild, ohne dem Schild. Mit Lenkkopf, ohne Lenkkopf. Ne, was für ein Getriebe man dementsprechend hier haben möchte. Ne, wir haben hier Umkehrer elektrisch einzustellen. Wir haben Standarddach und Panoramadach. Ich weiß gar nicht, sieht man das denn hier irgendwo? Ja, ne, hier oben Panoramadach. Dann Motorhaubenlichter hier vorne kann ich im Premium einsetzen. Wir haben selbst die Fenster. Ihr seht es selber. Hier ist die Tür und Fenster getrennt. Und das können wir auch einstellen, dass es in einer großen Frontgeschichte hier abläuft. Wenn wir hier weiter runter gehen, dann seht ihr selber, Kabinenscheinwerfer. Das sind die Scheinwerfer hier oben. Die kann ich halt auf White stellen, auf zwei Stück stellen, nur die in der Mitte stellen, nur die außen. Die Arbeitsscheinwerfer hier an der Seite kann ich auf eckig, auf rund stellen, wie ich das haben will oder keine. Vorderradschutzbleche, ja, nein. Ich kann irgendwelche Aufkleber noch dran machen, ob ich die dran haben möchte, ja oder nein. Wir haben Kabinenbox, ne, ob wir die da drin haben möchten oder nicht. Oder ob wir, ne, Premium-Anbaugeräte-Geschichten, Kabinenlicht, ja oder nein, Frontscheibe. Selbst die haben wir hier, seht ihr hier, getrennt. Dann ist die wahrscheinlich zum Aufklappen oder sowas in der Richtung. Ne, Frontlader haben wir auch, Stoll, Hauer, Aloe, dementsprechend alles durchzuwählen. Und dann die Motorvarianten jeweils in zwei Geschwindigkeitstypen. Also gibt es mal einen 40 und einen 50 km/h.
Und das können wir dann so durchschalten und kommen dann, glaube ich, bis zu 125 PS. Ja, genau, 125 PS sind das letzte. Also ihr seht selber, zig und eine Geschichte zum An- und Aufbauen. Wenn ich jetzt hier das Ganze anmache, habe ich jetzt hier ne, meinen Sitz, den ich drehen kann. Ich weiß nicht, so seht ihr es besser. Also ich kann jetzt hier die Sitzposition selber drehen, wie ich das möchte, wie ich es gerne haben wollte. Wenn wir uns das Ganze hier von innen angucken, seht ihr selber, die Lichtgeschichte und so, das funktioniert natürlich einwandfrei. Eine Reaktion hier drin aufs Licht haben wir nicht. Wir haben schöne Quartzsitze hier drin. Wenn ich den Motor anmache, gehen sämtliche Anzeigegeschichten an. Natürlich, wenn ich Licht anmache, dann nochmal eine schöne Hintergrundbeleuchtung. Ne, die gefällt mir sehr gut. Hier in der Seite haben wir keine große Reaktion, aber vorne das Armaturenbrett. Die Armaturenanzeigen finde ich schon sehr schön von der Beleuchtungsart her. Ich gehe jetzt nochmal eine Runde raus, mache jetzt hier nochmal die Scheinwerfer an. Da seht ihr, habe ich natürlich einiges an Scheinwerfer zu schalten und wir haben auch einiges an Licht, wie ihr seht. Natürlich funktionieren ja auch die Rundumleuchten. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Natürlich genauso wie auch die Blinkergeschichte, die ihr hier vorne wie auch hinten dementsprechend seht. Ja? Also, schon eine super schöne Geschichte. Was sich noch alles so einstellen lässt oder nicht, das habe ich jetzt hier leider nicht direkt gemacht. Ich mache jetzt einmal den Soundtest und dann werde ich noch einmal was dazwischen schieben. So, ich gehe jetzt mich hier noch mal eine Runde hin. Mal gucken, ob das geht. Konfigurieren. Ihr seht selber, also muss hier echt schon sehr, sehr vorsichtig alles hoch und runter machen, damit man überhaupt die ganzen. So. Konfigurieren, möchten Sie das dazu kaufen? Ja oder nein? So, ich habe mich jetzt mal die IC-Geschichte angemacht. Meine ich, denke ich. Oder? Ja, das geben wir doch mal eine Runde rein. Ich drücke die Steuerung links und jetzt kommt der IC-Part dazu. Ich kann hier schön das Lenkrad reinfahren. Wir haben Türen zum Aufmachen hier auf jeden Fall. Ich habe die Panorama-Geschichte jetzt hier natürlich nicht. Wir haben natürlich da die Heckscheibe dann auch schön zum Aufklappen. Also, da geht denn einiges und mit der Panoramageschichte wäre wahrscheinlich auch das noch gegangen. Ich gehe mal in die Außenansicht. Hier seht ihr sämtliche Türen auf und jetzt seht ihr auch, dass natürlich auch hier schön die breiten großen Türen jetzt komplett aufgehen, weil ich es ja so eingestellt habe. Fällt mir noch eine Sache ein. Drückt noch mal IC-Control. Da kann ich, glaube ich, da oben was an- und ausschalten. Und hier bin ich mir gar nicht mal sicher, was passiert. Also, wie gesagt, ich habe selber auch noch nicht so hundertprozentig alles hier ausgetestet. Ihr seht selber hier alles, was ich mache: alles Schalten, Hebelgeschichten, wird alles und funktioniert alles und ist alles animiert. Also, das ist für den kleinen Traktor hier echt eine super schöne Geschichte mit tausend Sachen dran. Ich finde auch schön, dass man hier die Möglichkeit hat, die IC-Control ein- und auszuschalten, wenn man nämlich sonst vielleicht mal Probleme hat mit der. Mit Curseplay oder sowas in der Richtung, ne, dass es schon mal vorkommt, dann ist man hier dann auf der sicheren Seite, sag ich mal so, dass einem da nicht viel passiert. So, ja, da seht ihr die ganzen Übeltäter. So einfach ist das Ganze. Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.